Sorry Leute, Telefon war wichtig, also was wenigstens nicht für umsonst. So, aber wir können ja gleich weitermachen. Für euch ist es ja bloß ein kurzer Schnitt. Und meinem Tier geht's gerade nicht so gut. Ja, wo war ich? War ich immer noch bei den Editoren? Wow, der sieht krass aus. Umezar the Ruthless. Enrage, ja, extra strong, kennen wir schon. Oh, nicht schlagen. Kann man den eigentlich auch in die Fallen? Ich glaube ja. Das wäre natürlich cool. Und dem Tier geht's nicht so gut. Komm. Hm. Doch, 111, oder? Ja. So. Ja. Dann sage ich noch ein kurz Resümee. Also Editoren, freie Editoren vor allen Dingen sind super, weil sich dann Leute echt Mühe geben und sich damit beschäftigen. Und ah, ich denke, da kann zu Torchlight noch eine Menge kommen. Eine Menge richtig gutes Zeug, wenn sich die Leute anstrengen. Und wenn jemand da drin schon Erfahrung hat, weil er zum Beispiel WC3 was gemacht hat, dann wäre es schön, wenn er mir eventuell die eine oder andere Mod schickt. Ich würde mich freuen. So, das brauchen wir nicht, das auch nicht und den Bogen können wir leider nicht nutzen. Aber das interessiert mich. Bucklet Armor of Brains. 26 Rüstung. Increase all electric damage, das ist gut. Das ist sogar unser Schaden gerade. Und plus 9 magisches Attribut, also richtig geil geeignet für uns. Das freut mich doch. Okay, wir haben nicht genug Stärke. Dann muss ich leider noch bis zum nächsten Level abwarten, bis ich das Ding verwenden kann. Aber an sich trotzdem, gutes Item gefunden. Ist immer schön. So, beschwören wir unsere Viecher mal wieder. Ich mag Magier an sich sehr, so diese Vorbereitung. Oh, ich kann mir vorstellen. Ha, Schatzkammer. Diese Vorbereitungen, die man machen kann und mal dieses Plänkeln, Rücklaufen, Schaden machen und so, das gefällt mir, das ist mein Stil. Die ganze Zeit vorne stehen und Tränke schlucken, nicht unbedingt. Obwohl ich die anderen Klassen natürlich auch gerne mal ein bisschen spielen werde, würde. Was weiß ich. So, Schatzkammer. Gold, ganz viel Gold. A Mysterious Helmet. Cool, cool, cool. Noch mehr Gold. Man denkt ja immer hier 5 Gold und so, das ist ja gar nicht so viel, aber an sich, oh, ha, die Münze, ich wusste doch, dass da hier irgendwas war. An sich ist es doch ganz gut. So, wenn man das alles zusammenrechnet, waren da bestimmt 300 Gold oder so. 400, was weiß ich. Dafür muss ich immer schon ein halbes Tier zurückschicken, also ein Tier mit halb vollem Gepäck. Ich werde mein Tier doch nicht heil zurückschicken. Was glaubt ihr von mir? So. Schöne Leuchttürme haben sie hier. Boah, ist das ein riesen Level. Haben wir die zweite Quest eigentlich schon erfüllt? Das überlege ich mir gerade. Da schaue ich doch gleich mal in mein lustiges Questbuch. Was? Ach, auf Q ist nicht auf L, na gut. Ember of Nazakala, Creature Capture. Minions of Darkness und Gar habe ich komplettiert. Also die Quest von Gar. Eventuell sollte ich mal zurückgehen in die Stadt. Weil vielleicht gibt es ja noch andere Quests für das zweite Level. Das ist so groß hier. Ich denke, ich gehe mal kurz zurück in die Stadt. Ja. Da können wir auch alles verkaufen und so. Und eventuell ein bisschen neu ausrüsten. Wir haben ja den schönen Helm gefunden. Warum ich den nicht gleich identifiziert habe, weiß ich auch nicht. Na gut. So, zurück in der Stadt. Und schauen wir hier mal kurz. So, ein Helm. Der sieht doch magiermäßig aus, oder? Dexterity 14, na gut. Ganzlinger Böhm. Ganzlinger? Das kenne ich auch wer. Oh, Devil May Cry. habe ich gerade durchgespielt. Mehr oder weniger gerade. Gut. Plus 4% Rüstung. 1% Chance zu blocken.
5% schneller bewegen, 2% mehr Experience. Ach nee, Fernkämpferhelm, Ganzlinge. Ah ja, okay, jetzt verstehe ich's. Elektrische Resistenz, Feuer, Gift und ich kann einen Gegner dazu bringen, dass er vor mir flieht. Das ist doch nicht schlecht. So, der Ring. Oh, eine Menge Leben. Und das Dexterity kann ich ja gerade echt gut gebrauchen. An sich. Allerdings, ah, Magic Find, Experience, Experience Gain brauche ich nicht. Der Ring ist zwar auch sehr schön, aber ich nehme den hier. Dann bin ich näher dran, den Helm zu nutzen, denn ich denke, er ist ein ganzes Stück besser als meiner. Obwohl 7% faster Cast, oh, jetzt bin ich so hin und her gerissen. Na naja, doch, ich will den goldenen Helm haben. So, den Ring weg, das weg. Das war der gut für mein Tier. Ach. Nein, nicht verkaufen. Oha. Knapp. Ach, warum gibt uns das hier 2 Stärke? Anders kommen wir da erstmal nicht ran. Eventuell gleich, wenn ich ein bisschen was verzaubere, dann könnte es sein, dass ich ordentlich was bekomme. Hier hat sie nur Müll. Nicht mal was Verzaubertes. Mensch, Mädchen, besorg dir ordentliche Gegenstände, dann kaufe ich vielleicht mal was bei dir. So, dann holen wir uns noch schnell die Quest-Items. Beziehungsweise schauen wir mal, wie viel Gold wir zusammenbekommen. Okay. Floor 3. Okay. Und lass mich raten. Floor 3. Okay. Da ich vermute, dass es nach dem dritten Floor eine Möglichkeit gibt, einen Wegpunkt zu aktivieren. Ich habe keine Ahnung. Es kann auch sein, dass es nicht der Fall ist. Werde ich ganz einfach mal dreist da weitermachen und die Hauptquest etwas ignorieren. Wenn man sie überhaupt so nennen kann. So, Powerful Reaper, Long Axe of Flame. Krasser Schaden, nichts für uns. Wir machen keinen krassen Schaden, das brauchen wir doch gar nicht. So. 2% Crit, 7% schneller attackieren. Ein sehr schöner Stab an sich. Da hier noch ordentlich Sockel drauf sind und die neuen Lebenspunkte, nehme ich den hier raus. Und dann haben wir Feuer und Elektro. Und Elektro als Zauber ist natürlich nicht so toll wie 3 verschiedene Sachen, aber so klappt es an sich. Und den kann ich auch gleich verzaubern. Und Leute, drückt mir die Daumen, dass ich das Ding nicht wieder kaputt zaubere. Die beiden lasse ich verschmelzen. Der kommt erstmal rüber. So. Transmutate. Okay. Gut. Dann haben wir schon ein paar Steinchen. Dull. Cracked. Dull. Gut, dann werde ich die noch schnell verschmelzen. Na, so, das kann man noch benutzen. Dann sind die in der ersten Reihe. Bloß nicht in den Helm reintun. Okay. Ich hätte eventuell noch den anderen Stab noch nicht verkaufen sollen. Nicht, dass meiner wieder kaputt geht. Plus 14 Schaden. Ihr seid doch bescheuert. Nicht schlecht. So. Okay, kostet zwar schon 555, aber wir haben genug Geld. Also hier werde ich jetzt erstmal ordentlich was reinstecken. So, 2 Crit, 7 Faster Attack. Einmal. Zweimal. Nothing happens. Besser als alles weg. Sockel. Nothing happens. Komm schon. New Enchantments. Juhu. New Enchantments. New Enchantments. Ein Sockel mehr wäre noch gut. Oh, das war's. Okay. Schauen wir uns das Ding an. Ja, 105 Damage per Second. Giftschaden, Eisschaden, Feuerschaden. Hearthstone on Hit. Der Sockel, Faster Cast Speed, 13 Armor Degraded per Hit und Knockback. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, was soll ich da rein tun? Ich meine, er hat einen Sockel,
Da kommt auch was ordentliches rein. Plus 14 Schaden. Hm, könnte ich machen. Ich könnte einen Hörstuhl nachblödsen. Das war eine dumme Idee. Ich glaube, ich hau den ordentlichen Discolor Pure Amber hau ich da rein. Ich hätte ja auf Moment, ein bisschen stärker gehofft. Ach nee, das muss ich in der Rüstung tun, so. Okay. Cool, cool. Richtig cool. Jetzt frage ich mich noch, ich brauche Stärke und ich brauche Dex. Jetzt habe ich noch Socken.